Im spanischen Pamplona haben die legendären Stierrennen begonnen. Bei dem ersten Lauf am Sonntag haben sich nach Angaben eines Krankenhauses mindestens 5 Menschen verletzt. Wie das Rote Kreuz mitteilte, wurde eine Person von einem Stierhorn durchbohrt. 2 weitere erlitten am ersten Tag ein Schädeltrauma. Vorfälle, die beim San Fermín Festival seit Jahrhunderten üblich sind. Jedes Jahr besuchen mehr als 1 Million Menschen das Spektakel im Norden Spaniens. Ein Teilnehmer aus England, der bereits zum 10. Mal dabei ist. Die Welt der Stiere, ich wünschte, mehr Leute aus meinem Land würden das verstehen, wird zu einem der grundlegendsten Dinge in deinem Leben. Wenn du einmal eine Leidenschaft für die Stiere entfacht hast, wird sie dich nie wieder verlassen. Heute war es sehr aufregend für einen Sonntag. Alle Bullen waren sehr schnell und nah beieinander, also ein guter und sauberer Lauf. Das erste Rennen dauerte 2 Minuten und 41 Sekunden. Bei dem Stierrennen werden 8 Tage lang jeweils 6 zum Teil über 600 Kilogramm schwere Kampfbullen und auch mehrere Leitochsen von hunderten Männern und einigen Frauen für die Stierkämpfe am Abend durch die engen Gassen der Stadt in die Arena gejagt. Für die Tiere enden die Kämpfe meist tödlich. Die Menschen, die daran teilnehmen, gehen dabei auch ein gewisses Risiko ein. Im vergangenen Jahr wurde in der Arena eine Person von einem Bullen vollständig durchbohrt und getötet.